Hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Newstime-Sendung im Wintersemester 1920. Ja, auch hallo von mir. Und wir starten doch direkt mal mit dem Termin von uns für euch. Losgehen tut's mit unserem eigenen Hochschulmagazin, dem Edit. Und wie jedes Semester haben sie sich wieder einen Themenschwerpunkt überlegt. Dieses Semester unter dem Thema Edit Challenge. Dieses startet am 12.12., aber mehr dazu erfahrt ihr in unserer zweiten HDM-Newstime-Sendung. Was wir euch sofort verraten, ist der Termin für den diesjährigen Weihnachtsmarkt. Der ist nämlich auch am 12. Dezember. Also falls ihr 1, 2 oder 10 Glühwein trinken wollt, um euch auf den Abend vorzubereiten, könnt ihr das da gerne machen. Genau, denn an diesem Abend findet auch unsere allsemesterliche Stufe-Party statt. Für gute Unterhaltung im Café Adria sorgen HDM-eigene DJs mit entspannten Tech-House-Klängen. Weniger entspannt sind die Termine, die ich jetzt ansagen muss, denn bis zum 17.01. ist das Fristende für den Rücktritt von den Prüfungen. Also falls ihr kalte Füße bekommen habt oder auf der letzten Party hängen geblieben seid, solltet ihr das bis dahin regeln. Denn 2 Wochen später endet schon unsere Vorlesungszeit, genauer gesagt am 31. Januar. Ein Tag später, am 1. Februar, solltet ihr euch schon, falls ihr noch Lust habt, für das nächste Sommersemester zurückgemeldet haben. Für alle, die diese Hürde gemeistert haben, beginnen am 3. Februar wieder schlaflose Nächte und exzessiver Kaffeekonsum, denn bis zum 21. Februar ist die Klausurenphase. Ja, neben der Klausurenphase bereitet uns aber noch ein weiteres Thema Sorgen: die Hochschulfinanzierung. Betroffen sind die Hochschulen unseres Landes, aber auch die Universitäten, denn unser Land plant, die Geldmittel zu kürzen. Und deswegen sind unsere Reporter live vor Ort. Nico? Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Wir sind heute hier an der Universität Stuttgart-Stadtmitte, wo sich Hunderte von Studenten getroffen haben, um gemeinsam zu demonstrieren. Sie möchten gegen marode Vorlesungssäle und für mehr Studienplätze kämpfen. Die Landesregierung stellt auf jeden Fall viel zu wenig Geld zur Verfügung für die nächsten Jahre. Und da möchten wir was ändern. Ja, und das geht echt gar nicht. Denn trotz steigender Steuereinnahmen gibt die Landesregierung immer weniger Geld. Deswegen gehen heute in ganz Baden-Württemberg die Studierenden auf die Straße, wie eben auch hier. Und wir werden uns jetzt mal umhören, was denn die Studierenden von der aktuellen Hochschulfinanzierung halten. Wieso bist du denn heute hier? Weil es wichtig ist, für Bildung einzustehen, egal ob mich das jetzt in ein paar Jahren betrifft oder heute. Bei uns fehlt es an allen Ecken und Enden. Und bei uns im Institut, da zieht bald die seltene Kakerlake ein. Ich will das hier ordnen. Wie sollen wir uns bilden? 5 Jahre lang, wie sollen wir uns bilden? Wir brauchen Geld. Na 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 na. Es gibt zum Teil Vorlesungen, die fürchterlich voll sind, wo hunderte von Leuten drin sitzen. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt weniger Mittel bereitgestellt werden sollen, kann das katastrophal werden. An welcher Hochschule bist du denn? Ich bin an der ABK Stuttgart. Keine Hochschule, ich bin an der Uni Hohenheim. An der HFT. Der Universität Stuttgart. Meinst du, die Demo heute bringt was? Safe. Klappt schon. Inwiefern? Also auf jeden Fall erregt es Aufmerksamkeit und das ist schon mal ganz wichtig. Aufmerksamkeit auf jeden Fall, ganz viel Lärm. Die Leute gucken alle aus den Fenstern raus. Ich hoffe es doch. Und inwiefern? Ja, dass wir bessere Finanzierung für unsere Hochschulen haben. Wenn man nichts tut, dann kann man sich auch am Ende nicht beschwert haben. Was ist dein Appell an die Landesregierung? Wir wollen unbedingt dafür kämpfen, dass wir weiterhin Geld bekommen, was uns eigentlich jetzt schon nicht reicht. Bitte gebt uns mehr Geld, sonst kann ich nicht mehr studieren. Ja, noch mehr Geld für Bildung, am besten alles. Wir brauchen Geld, die Hochschulen brauchen Geld, Bildung braucht Geld. In Bildung muss man eigentlich schon Geld stecken, weil das ist ja auch sehr wichtig für später. Nicht kaputt sparen, bitte. Ohne Geld werden viele Leute ihren Abschluss nicht schaffen oder nicht annähernd so gut schaffen. Und das wird man dann in 10, 15, 20 Jahren alles in der Wirtschaft merken. Also ist am falschen Ende gespart. So, die Demo geht langsam zum Ende und wir hoffen, dass die Landesregierung uns und die Demonstranten gehört hat. Damit zurück ins Studio, denn es ist arschkalt und ich hole mir jetzt einen Kaffee. Na, hoffentlich hat die Demonstration was bewirkt und die Mittel werden nicht gekürzt, denn dann müssen wir nur noch fürs Klima auf die Straße gehen.
Genau, und wer nicht gerade sich fürs Klima einsetzt und im Winter Langeweile hat, der kann doch einfach mal genüsslich über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt schlendern. Wie genüsslich ja, der Stuttgarter vielen Weihnachtsmarkt Dank ans Studio. Ist, wir befinden uns hier und heute vor dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt und präsentieren euch exklusiv unser neues Format Magen, Leber und Herz. Magen, Leber, Herz. Wir nehmen den Stuttgarter Weihnachtsmarkt genau unter die Lupe. Magen, wir werden verschiedene Essensgerichte probieren und für euch bewerten. Natürlich Leber, selbsterklärend, auch die Glühweinstände. Und Herz, die allgemeine Atmosphäre. Wie ist es auf dem Weihnachtsmarkt? Was kann der Weihnachtsmarkt? Wie sind die Leute hier? Wie voll ist es? Und wir nehmen euch einfach mal mit. Los geht's. Genau, zur Kategorie Magen fangen wir einfach mal an. Wir essen uns jetzt durch den ganzen Weihnachtsmarkt. Beginnend mit Langosch. Gibt's in süß und herzhaft, aber ich will was Wärmes. Ich hab Bock auf was Herzhaftes, definitiv. Können Sie mir den pikanten Langosch mit Knoblauchsoße, geriebenem Käse und Röstzwiebeln empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja? Ja, dann würde ich den direkt mal probieren. Vielen Dank. Langosch ist vor allem eine gute Alternative für Vegetarier, wenn es mal keine Rostbratwurst sein soll. Die Knoblauchsoße, die macht's. Also, klare 5 von 5 Punkte. Ich bestelle mir jetzt auf jeden Fall eine XL-Bratwurst, weil da habe ich mega Bock drauf. Und was gibt's Besseres als hier? XL-Bratwurststand. Ich glaube, da bin ich ziemlich gut aufgehoben und ich bestelle mir jetzt mal kurz was. Ne? Gibt's sogar noch hier Mayonnaise, Senf, Ketchup. Nice. Ich brauche nichts. Ja, jetzt habe ich hier meine Bratwurst endlich. Ich hoffe, die kann was. Ne? Ich werde sie jetzt auf jeden Fall mal probieren. Saftig, schmackhaft, okay, die ersten drei Bisse, feier ich. Aber alles in allem, leider teurer Preis, aber 4 von 5 Sternen, 4 von 5 Sternen. Mein Knoblauchgeruch lasse ich veräußern. Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Leber. Wir haben es schon sehnsüchtig erwartet, endlich unseren Glühwein in der Hand zu halten. So, jetzt haben wir unseren Glühwein. Mittlerweile ist er auch ziemlich voll hier auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Ich glaub's nicht, aber ich glaube, wir müssen ihm einfach schicken. Ich gebe 5 von 5 Sternen. Auch 5 von 5 Sternen, weil was gibt's Besseres als einen leckeren, warmen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Cheers! Ja, also wir hatten hier jetzt heute einen richtig schönen Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Wir gucken uns hier um, wohin man schaut, die Leute sind glücklich, es funkelt und glitzert an allen Ecken und Enden. Und wir sind einfach nur froh, hier zu sein. Was sagst du, Clemens? Weihnachtlich ist es hier auf jeden Fall, ne? Ich würde sagen, die Atmosphäre hier, 5 von 5 Sterne. Kategorie Herz, also wirklich nur zu empfehlen, dieser Weihnachtsmarkt. Ja, schön, ne? Was hat dir denn am besten gefallen? Ich würde sagen, am besten hat mir tatsächlich das Longosch gefallen. Sagt man das Longosch? Nein, Langosch. Der Langosch. Der hat ja geschmeckt auch. Der Langosch war super lecker. Knallt der Glühwein schon. Ja, ist doch gut. So, war jetzt ein wunderbar, schön, erfolgreicher Tag. Was hat dir denn am besten gefallen, Luisa? Hm? Also, am besten hat mir tatsächlich der Langosch gefallen. Der hat super lecker geschmeckt und ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht eine zu krasse Knoblauchfahne habe. Ja, Essen war auf jeden Fall super. Glühwein, also die Leber ist zufrieden, leider leer. 4,5 von 5 Sternen für diesen Weihnachtsmarkt, ne? Aber warum denn 4,5? Ja, leider ein bisschen teuer. Genau. Ja, und damit würden wir sagen, verabschieden wir uns von diesem wunderschönen Weihnachtsmarkt. Wir können es wirklich nur weiterempfehlen. Und damit zurück ins Studio. Also ich denke, der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Aber es wird natürlich auch schnell kalt auf so einem Weihnachtsmarkt. Und vor allem die Füße werden richtig kalt. Genau, kalte Füße. Wer noch oft kalte Füße bekommt, sind Studenten, die ein abgeschlossenes Studium haben, aber nicht genau wissen, wohin. Jemand, der genau weiß, wohin mit sich und an der HDM seinen Abschluss gemacht hat, den haben unsere Moderatoren getroffen. Hätte passieren können, aber habe ich mir nicht gedacht. Sonst hätte ich das nicht studiert. Ich habe mobile Medien studiert. Ich habe quasi eine visuelle Kommunikationsfirma und da bin ich als Creative Director und Fotograf
Das, was ich jetzt mache, es war eigentlich mein Hobby und das habe ich zum Beruf gemacht und nicht das, was ich studiert habe. Ich habe mich ja direkt selbstständig gemacht damals und eigentlich am Anfang gab es keine konkrete Vorstellung oder Konzept, was macht überhaupt genau die Firma oder was ist die Vision, sondern eigentlich war ich die Firma ganz am Anfang und da habe ich halt viel gelernt, so 2 Jahre habe ich eigentlich nur alles so lange falsch gemacht, bis ich dann wusste, wie man es besser macht. Ich glaube, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und ich lerne auch immer dazu und wenn es halt mal nicht, gar nicht mehr läuft, dann muss ich, glaube ich, eher an Idee oder halt eher vielleicht leicht die Richtung ändern, aber ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich komplett von woanders anfangen muss. Bis dahin Augen zu und durch. Ich sehe es eher als Projekt. Und mich interessiert einfach, wie der Raum sich weiterentwickelt und wohin das Ganze führt. Es gibt eine Dusche und die Dusche funktioniert, ihr braucht es nicht aufmachen. Es funktioniert sicher. Vor unserer Zeit hat sich jemand hier geduscht. Man konnte auch ein Handtuch und Duschzeug holen und sich duschen. Und ich glaube, man hat, glaube ich, den ganzen Abend umsonst getrunken. Also erster Stock ist genrefrei. Aber für die, die Interesse haben, auf Instagram machen wir unsere quasi Grafiken für die Veranstaltung und da ist immer drunter ein Lied und das beschreibt ungefähr, was für eine Musikrichtung an dem Abend hier läuft. Also Hauptvision bei Erster Stock ist eigentlich, dass wir Leute zusammenbringen und mit den Leuten unsere eigenen Projekte machen. Und den Raum quasi als Plattform dafür nutzen. Und da sind wir auf dem Weg, aber noch muss voll, also viel mehr passieren. Und ich glaube, das ist so meine Hauptvision hier. Ich wünsche mir irgendwann, dass junge, kreative Leute, die Bock haben, irgendwas zu machen, so wie ich auch gerade also das Projekt betrachte, auch den Raum nutzen und quasi so ein Treffpunkt wird für alle. Wer Bock auf uns hat und die Musik soll kommen, wer keinen Bock auf uns hat und die Musik soll nicht kommen. Und genauso ist es mit unserer Stufe-Party. Wir hoffen, wir sehen euch alle am 12.12. im Atria. Wir bedanken uns fürs Einschalten, wünschen euch frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Und sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüsseldorf. Bis denne Antenne. San Francisco. Bis Baldria. Das wollte ich sagen. Also, wir werden nichts mehr ein. Ciao for now. Ciao for now. Küsschen aufs Nüsschen. Tschüsschen mit Küsschen. Okay, bis später, Silien.